Hi, hallo und herzlich willkommen hier bei der Mittwochsminute. Ich habe vom Grosskult Verlag dieses Jahr mein erstes Weihnachtsgeschenk erhalten. Und zwar Endsinger, der dritte Band der Lotuskrieg-Reihe vom J. Christoph. Ich bin ein riesen J. Christoph-Fan, ihr wisst es. Ich habe den ersten Band aus dieser Reihe bereits gelesen und fand ich so ein bisschen durchwachsen. Am Anfang bin ich ein bisschen arg schwer reingekommen. Dann hat er mir aber ziemlich überzeugt gegen Ende. Bin leider noch nicht zum zweiten Buch dazu gekommen. Es handelt hier, oder es dreht sich alles um die Yukiko, die Sturmtänzerin, die zur großen Heldin wird. Und das Ganze findet so in einer Steampunk-dystopischen Welt statt. Ich glaube, so kann man sagen, die sehr an Japan orientiert ist, soweit ich das von die Google-Einträge her bestimmen kann, weil ich selber war noch nie in Japan. Wie haben dir diese Bücher gefallen? Hast du eins, zwei oder alle drei schon gelesen? Schreib's mir mal bitte in die Kommentare. Ich freue mich drauf, eure Meinung zu erfahren.